Wie haben denn Sie vom Rückzug von Sebastian Kurz erfahren und auch wie überraschend kommt das für Sie? Ich habe darüber durch einen persönlichen Anruf erfahren aus der Umgebung im Auftrag und war für mich sehr überraschend. Wenn Sie sagen, das war für Sie sehr überraschend, warum ist das für Sie sehr überraschend? Was ist das Überraschende für Sie, beziehungsweise was hätten Sie sich erwartet, was von Sebastian Kurz politisch noch kommt? Erwartungen im Zusammenhang am heutigen Tag ist sehr schwer auszusprechen. Das möchte ich auch nicht. Und für mich war es überraschend, weil ich unlängst in einem Gespräch doch den Eindruck gewonnen habe, dass er dem Druck doch standhalten möchte. Und ja, war für mich überraschend. Sie haben natürlich, so wie viele in Österreich, den langen Aufstieg, beziehungsweise eigentlich ging es sehr schnell für Sebastian Kurz, vom jungen Shootingstar, vom JVP-Chef bis hin zum Bundeskanzler mitverfolgt, genauso auch jetzt wie den schnellen Abstieg. Würden Sie das für uns nochmal in Worte fassen und auch was bleibt von Sebastian Kurz? Schmacklos. Sebastian Kurz hat sich nicht erklärt. Er hat das Anrecht darauf, dass er ernst genommen wird, dass seine Motive einmal gewürdigt werden. Und ich werde da keine weitere Erklärung dazu abgeben.